Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 2.4 Navigierbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das Prinzip 2, bedienbar, lautet: Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Und ich zitiere hier nach der Übersetzung von Aktion Mensch. Und darunter befindet sich die Richtlinie 2.4, navigierbar. Stellen Sie Mittel zur Verfügung, um Benutzer dabei zu unterstützen, zu navigieren, Inhalte zu finden und zu bestimmen, wo sie sich befinden. Navigieren ist eine Form von Bedienen, deswegen ist sie auch unter dem Prinzip 2 eingeordnet, bedienbar. Es ist wichtig, den Benutzern zu ermöglichen, über Links alle erreichbaren Webseiten zu erreichen und gleichzeitig eine gute Orientierung zu geben, damit der Benutzer weiß, wo er sich gerade befindet. Von dieser Richtlinie profitieren insbesondere blinde Benutzer mit Screenreader, sehbehinderte Benutzer, die eine starke Vergrößerung benutzen, motorisch eingeschränkte Benutzer, vor allem eingeschränkt an der Hand oder an den Fingern, die aber sehen können und die eben die Tastatur benutzen, keine Maus, weil sie mit der Maus nicht umgehen können. Und es profitieren auch Benutzer mit kognitiven Behinderungen, die sich bei der Orientierung und bei der Navigation von Webseiten schwer tun. Darunter gibt es verschiedene Erfolgskriterien, die ich jetzt darstellen werde. Das Erfolgskriterium 2.4.1 ist auf dem Level einfach A, also unbedingt erforderlich, heißt Blöcke umgehen. Es gibt einen Mechanismus, um Inhaltsblöcke zu umgehen, die auf verschiedenen Webseiten wiederholt werden. Das bezieht sich vor allem auf globale Navigationsmenüs oder globale Header, die sich auf allen Webseiten einer Website wiederholen. Das ist dann sehr mühsam für Menschen, die mit der Tastatur per Tab-Taste von oben bis unten nacheinander durchgehen müssen. Mit der Tab-Taste kann man alle Elemente erreichen auf einer Webseite, bei denen man eine Eingabe machen kann, also Links, Buttons und Eingabefelder. Und wenn jetzt jemand, der die Tastatur benutzt, auf den Hauptinhalt kommen möchte, dann muss er normalerweise zuerst dieses ganze Menü durchgehen und das kann sehr lange dauern. Deswegen wird hier verlangt, dass man direkt hinspringen kann. Das kann man so machen, dass man einfach eine gute Überschriftenstruktur hinterlegt, sodass man dann über die Überschriften diese Teile und vor allem auch den Hauptinhalt anspringen kann. Das geht mit Plugins oder auch mit Screenreader. Besser ist es aber noch, einen sogenannten Skip-Link zu hinterlegen. Das zeige ich hier. Man geht also mit der Tastatur über die Tab-Taste in den Inhalt der Webseite, fokussiert die Eingabeelemente und das Erste, was dann fokussiert wird, ist hier ein Link, der heißt zum Inhalt. Der war vorher nicht sichtbar, er wird erst sichtbar, wenn man mit der Tastatur dahin tappt. Und man erreicht das über CSS durch dieses Pseudo-Attribut Focus. Und wenn man jetzt Enter drückt, also diesen Link auslöst, dann landet man auf der Mitte der Seite, also auf dem Hauptinhalt. Normalerweise macht man das dann auch so, dass man eben die Überschrift des Hauptinhalts auch noch fokussierbar macht, für die Tastatur. Das geht dann über ein Tab-Index gleich 0. Ist aber nicht unbedingt erforderlich. Das Erfolgskriterium 2.4.2 heißt Seite mit Titel versehen und lautet: Webseiten haben einen Titel, der Thema oder Zweck beschreibt.
Man kann den Seitentitel erkennen an dem Tab des Browsers. Und wenn dann mehrere Seiten offen sind, sehr viele Seiten offen sind, dann ist es oft so, dass man nur noch den Anfang lesen kann. Der Seitentitel ist aber auch sichtbar, wenn man die Seite als Lesezeichen abspeichert, also als Bookmark. Und deswegen sollte der sehr aussagekräftig sein, damit man sich orientieren kann im Browser auf verschiedenen Tabs und auch über die Lesezeichen wieder die richtigen Webseiten anspringen kann später. Und der Seitentitel sollte eigentlich aus zwei Elementen bestehen. Und das ist ja auch richtig gemacht auf der Website der Stadt Stuttgart. Hier heißt es Stuttgart und dann Gedankenstrich Statistik Wirtschaft. Also die zwei Elemente, die auftauchen sollten, sind der Name der Website, also das Internetangebot, dadurch gekennzeichnet durch www.stuttgart.de. Aber wir schreiben natürlich den menschlich lesbaren Namen hin, Stuttgart. Und dann als zweiten Teil die Webseite, auf der man sich gerade befindet, also die Kategorie oder die Unterseite, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Und hier sind wir eben in der Kategorie Statistik Wirtschaft. Und man kann das durch einen Gedankenstrich trennen oder durch andere Zeichen. Das ist nicht vorgeschrieben, aber es sollten beide Elemente vorkommen. Es kann zuerst die Website stehen, wie hier, dann ist es klar, wir gehen quasi von oben nach unten. Es wird aber eigentlich empfohlen, dass wir eher die Webseite zuerst schreiben und dann die Website. Also das wäre eine kleine Verbesserung hier zu schreiben, Statistik Wirtschaft, Gedankenstrich Stuttgart. Und zwar aus dem Grunde, weil dann, wenn man nur den Anfang hier sieht, einer Webseite und es gibt viele Tabs offen, dann unterscheiden die sich gleich von Anfang an. Genauso, wenn jemand sich das vorlesen lässt mit einem Screenreader, dann hat man das Unterscheidende gleich von Anfang an und muss gar nicht mehr ganz alles anhören, wenn man sowieso weiß, dass man sich auf der Website Stuttgart befindet. Man nennt das auch Frontloading, also dass wir das Wichtige, das Unterscheidende nach vorne bringen. Das Erfolgskriterium 2.4.3 heißt Fokus, Reihenfolge und lautet, wenn eine Webseite der Reihe nach navigiert werden kann und die Reihenfolge der Navigation die Bedeutung oder Bedienung beeinflusst, erhalten fokussierbare Komponenten den Fokus in einer Reihenfolge, die Bedeutung und Bedienbarkeit aufrechterhält. Es geht also um die fokussierbaren Eingabeelemente, nämlich Links, Buttons und Eingabefelder. Die sind fokussierbar deshalb, weil man mit der Tastatur hier etwas auslösen kann. Die anderen Elemente sind mit dem Screenreader auch erreichbar, also Überschriften und normale Textabsätze und Bilder, aber hier kann man keine Eingabe machen, deswegen muss der Tastaturfokus nicht darauf gesetzt werden. Aber für solche, wo man eine Eingabe machen kann, Links, Buttons und Eingabefelder ist das wichtig. Und insgesamt ist das ein ganz wichtiger Aspekt der Barrierefreiheit, dass wir eine Tastaturbedienbarkeit gewährleisten. Und dazu gehören hier eigentlich drei Erfolgskriterien. Insgesamt einmal das Erfolgskriterium 2.1.1, das heißt Tastatur. Und dazu gehört auch 2.1.2 Tastaturfalle. Und die beiden verlangen, dass man eine Webseite ohne Maus bedienen kann, nur mit der Tastatur. Und dann haben wir das Kriterium 2.4.7, das heißt Fokus sichtbar. Da geht es darum, dass der Tastaturfokus immer gut sichtbar sein muss. Das ist auch wichtig. Und hier in 2.4.3 geht es jetzt darum, dass die Reihenfolge, in der der Benutzer durch die Eingabeelemente tappt, sequenziell, dass diese Reihenfolge sinnvoll sein muss. Das heißt, sie muss zum einen dem visuellen Aufbau der Webseite folgen, weil ja viele Menschen die Tastatur benutzen und auch den Bildschirm. Und es muss auch logisch korrekt sein, sodass das Ganze einen Sinn macht. Und zum Beispiel, wenn es um Eingabefelder geht,
wo man Eingaben macht in einem Formular, dass diese Felder auch sinnvoll und logisch angeordnet sind. Ich habe hier ein Beispiel. Wenn wir hier so ein Webformular haben, in dem Fall ist es das Formular, bei dem man sich bei eBay anmeldet oder wie es einmal war, dann sollte das eben so durchlaufen, dass man zuerst Vorname angibt, Nachname, Straße, Hausnummer, ergänzende Angaben und so weiter. Also die normale Reihenfolge, wie man Name und Adresse angibt. Und so ist es ja auch visuell dargestellt. Im Normalfall werden die Eingabefelder in der Reihenfolge durchgetappt, in der sie auch im Source Code, also in HTML, angegeben sind. Man braucht also nur die Eingabefelder im Source Code in der entsprechenden Reihenfolge angeben und dann passt das. Es gibt allerdings auch Fälle, wo die Angabe, die Reihenfolge im Source Code abweicht von der, wie man es später haben möchte, mit dem Tab durchtappen. Und ich habe hier ein Beispiel eines fiktiven Formulars, bei dem man die Geburtsdaten der Kinder angeben muss. Ich habe hier zwei Spalten für zwei Kinder, der Einfachheit halber, und jeweils Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Und wenn wir jetzt das vom Source Code her betrachten, dann würde der Browser durchtappen, Vorname erstes Kind und dann Vorname zweites Kind, dann Nachname erstes Kind, also und so weiter, zeilenweise. Wir möchten es aber gerne haben, dass es spaltenweise durchtappt und deswegen kann man hier das Attribut Tab-Index verwenden und man muss das einfach durchnummerieren. Hier die Zahl Tab-Index 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann funktioniert es auch. Der Browser nimmt einfach immer das nächsthöhere Element, das er findet. Wenn zwei Elemente die gleiche Zahl haben, dann geht er entsprechend im Source Code vor. Also wenn ich jetzt Tab mache, können Sie sehen, dann geht es hier einfach spaltenweise durch. Das Kriterium 2.4.4 heißt Link-Zweck im Kontext. Es gibt auch noch ein Kriterium Link-Zweck, das den Kontext nicht betrachtet. Das ist dann dreifach A, das betrachten wir hier nicht. 2.4.4 lautet, der Zweck jedes Links kann durch den Linktext allein oder durch den Linktext zusammen mit seinem durch Software bestimmten Link-Kontext bestimmt werden, außer in Fällen, in denen der Zweck des Links mehrdeutig für Benutzer im Allgemeinen wäre. Also wenn es sowieso mehrdeutig gedacht ist, dann ist es kein Problem. Es geht ja darum, dass wir Nachteile für Menschen mit Behinderungen ausschließen. Wenn es für alle ein Nachteil ist, dann sorgt eigentlich WCAG nicht so sehr dafür, in den meisten Fällen, dass das behoben werden muss. So, worum geht es hier? Der Linktext allein ist der Text, der erscheint, worauf ich drücken kann als Link. Und zusammen mit seinem durch Software bestimmten Link-Kontext, das sind dann die Elemente, die drumherum sind, also der Text und so weiter, aber nur bis zur Absatzgrenze. Also der Kontext bezieht sich nur auf diesen gleichen Absatz, auf das gleiche Blockelement, nichts darüber hinaus. Und man möchte hier eben erreichen, dass man solche Links sehr aussagekräftig macht und so etwas wie hier klicken als Text, als Linktext vermeidet, was ja einfach dann nur durch das Umgebende sichtbar wird. Also ich empfehle wirklich, dass Sie das möglichst so machen, dass der Linktext alleine aussagekräftig ist und nicht nur durch den Kontext, also durch das, was drumherum steht, eben auch eindeutig wird. Man kann sich dabei behelfen, dass man das Title-Attribut nimmt als Minimallösung. Also es gibt diese Fälle, typischerweise solche Mehrlinks, wo man in einem Online-Artikel oder mehrere Online-Artikel hat hintereinander und die werden alle durch einen Teaser zuerst mal kurz angerissen und dann kann man auf einen Link klicken, um mehr zu erfahren. Und wenn man möchte hier nicht sagen, mehr über das BGH-Urteil oder so, das würde zu viel Platz verbrauchen oder auch aus designerischen Gesichtspunkten nicht gut sein. Deswegen kann man eben hier schreiben, mehr, Punkt, Punkt, Punkt und dann durch das Title-Attribut noch einen längeren Text schreiben.
Hier das Title-Attribut trägt hier den Text WLAN-Urteil, Doppelpunkt BGH verlangt marktübliche Sicherung von WLANs. Da kann ich dann sehr viel Text unterbringen, ohne dass es Bildschirmplatz einnimmt. Und das ist dann sichtbar für Menschen, die die Maus benutzen, wenn sie die Maus eben den Mauszeiger über dem Link ruhen lassen. Es ist aber auch sichtbar für Menschen, die einen Screenreader benutzen. Ist aber eine Minimallösung. Besser wäre es, man würde das ausschreiben. Jetzt kommen wir zu den Methoden, die Doppel-A haben, also die eine Stufe niedriger angesiedelt sind, aber gesetzlich auch trotzdem verlangt sind. 2.4.5 verschiedene Methoden. Und das Kriterium lautet, es gibt mehr als eine Methode, um eine Webseite innerhalb eines Satzes von Webseiten zu finden, außer die Webseite ist das Ergebnis oder ein Schritt innerhalb eines Prozesses. Also sehen wir einmal von solchen Prozessseiten ab, also zum Beispiel ein Checkout einer Internetseite, wo ich in einem Internetshop einen Warenkorb bezahle, das wäre so ein Prozess. Das sehen wir mal ab. Aber ansonsten muss es mehrere Wege geben. Die bessere Übersetzung wäre Wege, nicht Methoden. Es muss mehrere Wege geben, um innerhalb einer Webseite zu navigieren und das zu finden, was ich suche. Was meine ich damit? Also typische Wege sind ein Navigationsmenü, ein globales oder auch eine Suche, ein Suchfeld oder eine Sitemap. Das sind so die typischen Wege. Oder ich kann auch durch Links im Text navigieren. Das sind dann sogenannte Kontextlinks, zum Beispiel wie bei Wikipedia. Und verlangt wird jetzt, dass es mindestens zwei solcher Wege gibt. Typischerweise sind es dann ein Navigationsmenü und eine Suche, bei der der Benutzer Freitext eingeben kann. Und das ist wichtig, weil es Benutzer gibt, die sich zum Beispiel mit dem Navigationsmenü schwer tun und die dann lieber einen anderen Navigationsweg wählen möchten, zum Beispiel die Suche. Das Kriterium 2.4.6 heißt Überschriften und Beschriftungen. Da geht es um Labels und es lautet, Überschriften und Labels beschreiben ein Thema oder einen Zweck. Also es geht darum, dass die Überschriften und Labels innerhalb einer Seite aussagekräftig sind, genauso wie der Titel ja aussagekräftig sein muss. Das hatten wir ja schon. Denn Benutzer mit Screenreader oder Benutzer, die eine starke Vergrößerung benötigen, lassen sich gerne eine Übersicht aller Überschriften vorlesen oder anzeigen. Und deswegen sollte man auch hier möglichst Frontloading verwenden. Gute Überschriften verwenden, gute Labels, Beschriftungen von Eingabefeldern. Und hier ein Beispiel. Das hier, das rote, ist eine Überschrift H2, internationale Daten. Und dann darunter H3, Daten zur Europäischen Union. Und nochmal H3, Daten weltweit. Das ist soweit okay. Man könnte das noch mehr optimieren dadurch, dass man Frontloading macht. Dann würde man diese zwei H3-Überschriften umschreiben, denn die beginnen im Moment beide mit dem Wort Daten und wir möchten das nicht das Gemeinsame vorne anstellen, sondern das Unterscheidende. Also wird man zum Beispiel schreiben Europäische Union, Doppelpunkt Daten und Welt, Doppelpunkt Daten. Dann hätten wir das noch besser gemacht durch das Frontloading. Aber so ist es auch okay. Das Frontloading ist nicht unbedingt erforderlich, ist nur noch eine Optimierung. Wichtig ist, dass es überhaupt aussagekräftige Überschriften und Labels gibt. Das Kriterium 2.4.7 heißt Fokus sichtbar und hier geht es auch wieder darum, dass man mit der Tab-Taste und der Tastatur alle Eingabefelder einer Webseite erreicht und zwar so, dass man auch sieht, wo man sich gerade befindet mit der Tastatur. Und das Kriterium heißt, jede durch Tastatur bedienbare Benutzerschnittstelle hat einen Bedienmodus, bei dem der Tastaturfokus sichtbar ist. Also es geht um Leute, die sehen können, den Bildschirm verwenden und die Tastatur benutzen, oftmals aus Gründen, weil sie ihre Hände nicht gut oder nicht bewegen können. Und
daher keine Maus benutzen können, aber Tastatur kann man eben auch auf andere Weise benutzen, zum Beispiel durch Spracheingabe simulieren oder andere alternative Eingabemethoden. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel gebracht. Sie kennen alle den Drahtrahmen, der standardmäßig von Browsern hinterlegt wird an der Stelle, wo sich der Tastaturfokus befindet. Der ist aber oftmals etwas schwach und es ist besser, den nochmal auch durch HTML-Code und CSS-Code deutlicher zu machen. Man kann das machen dadurch, dass man den Rahmen stärker hervorhebt, zum Beispiel durch das Property Outline. Oder man kann einfach auch eine Hintergrundfarbe setzen und die dann eben eintritt, wenn das Element den Fokus hat. Und wir sehen hier im Beispiel im Inspektor, dass man hier das A-Element mit dem Attribut Fokus, dem Pseudo-Selector-Fokus, Entschuldigung, geschrieben hat. Und da soll eben die Farbe dann rot werden, die Schrift ändert sich, also die Schriftfarbe, und der Hintergrund ändert sich auch. Und dann ist es deutlich erkennbar. Das war Richtlinie 2.4, navigierbar, aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt, von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien, Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/WCAG21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.